Hallöchen und herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr zarte Blümchen malen könnt. Das ist gar nicht so kompliziert und wir brauchen dafür auch gar nicht so viele Sachen. Ich möchte euch mal zeigen, worum es geht, um solche zarten Blümchen. Ich mochte die schon immer. Mir ist jetzt hier der Stiel doch tatsächlich ein bisschen zu kräftig von der Farbe, aber die Blüte, die gefällt mir richtig gut, denn man kann richtig schön die einzelnen zarten Blütenblätter sehen. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Und das möchte ich heute mit euch machen. Diese Blüte habe ich tatsächlich aus Rot gemacht, auch wenn sie sehr rosa erscheint. Und ich habe nur diese zwei Pinsel verwendet. Aber ich habe noch eine kleine Geheimwaffe verwendet und das ist nämlich ein Föhn. Denn ich bin relativ ungeduldig und möchte zügig hintereinander malen und nicht warten, bis jedes einzelne Blatt durchgetrocknet ist. Ihr braucht jetzt auch noch nicht zwingend einen Föhn. Wenn ihr ein bisschen Geduld mitbringt, dann könnt ihr die auf jeden Fall trocknen lassen. Wichtig ist, dass jedes einzelne Blütenblatt ordentlich durchtrocknet, ehe ihr die nächste Schicht drauf macht. Sonst vermischt sich das natürlich und ihr habt nicht so harte Kanten. Na, denn beim Aquarell möchte man ja eigentlich einen schönen zarten Übergang haben. Aber hier in der Blüte wollen wir harte Kanten haben. Und deswegen müssen wir das ordentlich durchtrocknen. Ich habe hier ein paar Zuschnitte oder beziehungsweise Reste von Zuschnitten vom Aquarellpapier und die eignen sich dafür hervorragend. Wenn ihr Reste in eurer Mischpalette habt, könnt ihr die auf jeden Fall benutzen. Dafür müssen wir jetzt nicht unbedingt neue Farben aus dem Kasten nehmen. Ihr könnt aber natürlich auch eure Lieblingsfarbe nehmen. Theoretisch müsste es auch mit anderen wasserbasierten Farben gehen. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aber ich denke nicht, dass euch da irgendwelche Probleme auftreten werden. Wichtig ist, wie gesagt, dass jedes einzelne Blatt durchtrocknet. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie ich das gemacht habe. So, als erstes brauchen wir natürlich Wasser. Und ihr braucht hier keinen kleinen Pinsel. Ich habe jetzt hier einen Pinsel in der Größe 4. Es geht aber auch ein Pinsel eine Nummer größer. Und je nachdem, wie groß ihr diese Blüten malen wollt, könnt ihr natürlich auch kleinere Pinsel für kleinere Flächen nehmen und größere Pinsel für größere Flächen. Der Vorteil ist halt, umso größer der Pinsel, umso größer könnt ihr auch die Fläche malen, denn dann trocknet sie gleichmäßig. Also wenn ihr jetzt anfangt, mit einem kleinen Pinsel so eine kleine Fläche auszumalen, das kann gut funktionieren. Dann müsst ihr auf jeden Fall mit reichlich Wasser arbeiten. Ich finde es aber immer angenehmer, wenn der Pinsel so ein bisschen der Größe angepasst ist. Aber ihr kriegt das hin, das glaube ich. Ich mache jetzt hier auch nochmal eine rosane Blume. Und bin hier wirklich mit ganz viel Wasser. Das kann ruhig ganz dünn sein. Denn es soll ja recht zart werden. Und dann setze ich einfach ein rundliches Dreieck an. Der Pinsel muss jetzt nicht immer unbedingt ausgewaschen werden. Und dann föhne ich. Kurz das Blatt noch abkühlen, das soll ja auch nicht unbedingt heiß sein. Und dann ist das trocken. Wir auch schon das nächste Blättchen an. Und es soll sich ruhig überschneiden, ne? Denn wir wollen ja, dass dort solche Kanten entstehen. Ich mache auch immer noch mal einen Test, um zu gucken, ob es tatsächlich trocken ist.
weiß nicht, warum ich den Pinsel mal auswasche. Angewohnheit. Hier seht ihr so richtig schön die Überlappungen der einzelnen Blütenblätter. Ich mag das richtig gerne. Mir ist tatsächlich hier die Farbe noch ein bisschen zu kräftig. Ich glaube, beim nächsten Exemplar werde ich es ein bisschen noch wässriger machen. Denn beim ersten Exemplar gefällt es mir tatsächlich besser, wenn es noch zarter ist. Aber es fehlt ja noch ein Stiel. Ich habe hier einen Schlepppinsel. Ihr könnt hier natürlich auch mit einem anderen Pinsel machen, malen. Aber der lässt sich hier ganz gut für zarte Sachen benutzen. Diesmal würde ich auch gar keine Blätter ranmachen. So bleibt die jetzt. Ich zeige euch das jetzt einfach nochmal mit verschiedenen Farben und dann könnt ihr euch ein Bild machen, wie das ungefähr auch mit anderen Farben aussieht. Ich lege mal los. Thank you.
Und so kann man echt eine kleine, tolle Blütensammlung schaffen. Und ich finde, man könnte das rein theoretisch auch in einem Blumenstrauß zusammenfassen. Das sieht bestimmt auch total aus. Und als kleines Highlight und Hingucker habe ich auch noch einen Schmetterling gemacht. Das kann man natürlich auch mit der Technik machen. Ob jetzt von oben oder vielleicht gar von der Seite. Ich finde, da kann man sich richtig tolle Sachen einfallen lassen mit. Ich hoffe, ich kann euch hiermit inspirieren und vielleicht eine neue Technik mit auf den Weg geben, mal wasserbasierte Farben bzw. Aquarellfarben auch mal anders auszuprobieren. Und ich bin totaler Fan von diesen Blumen. Was ich jetzt mit diesen Blümchen mache, das weiß ich noch nicht so ganz. Mal gucken, vielleicht überrasche ich ein paar Menschen damit. Wenn ihr diese Blumen teilt und diese Technik auch so toll findet wie ich, dann teilt es doch gerne in den sozialen Medien mit Sonntags mit Lillis, dass ich den Beitrag auch sehen kann. Vor allen Dingen bei Instagram, dann teile ich ihn auf jeden Fall auch, wenn ich ihn sehe. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag. Es sind, glaube ich, herrliche sommerliche Temperaturen. Genießt das Wetter, genießt das Leben, genießt die Sonne und ich wünsche euch was. Tschüss!